Tobias Giesinger vom VGT. Heute seid ihr im Landesgericht Feldkirch, einmal als Angeklagter. Was ist denn heute los? Was steht an? Es geht im konkreten Fall um die Nachfahrt eines Tiertransporters, dem wir gefolgt sind, der auf dem Weg nach Bergheim war und wo der Tiertransporteur uns geklagt hat und eben sagt, dass sein LKW in unseren Berichten im Webseitenartikel quasi als dessen zu erkennen gewesen wäre. Nein, wir hatten die Aufschrift dieses LKW verpixelt, also diese Firmenaufschrift war nicht zu erkennen. Und deswegen gehen wir natürlich davon aus, dass es für uns ausgehen wird, weil andersrum wäre ja die komplette Medienberichterstattung zum Thema Tiertransporte, würde es ja beschneiden, also auch das Medienrecht. Und wenn man nicht mehr über Tiertransporte berichten darf, dann kann man die Öffentlichkeit auch nicht mehr darüber aufklären. Und die Debatte der letzten Jahre hat auch gezeigt, dass es die Öffentlichkeit sehr interessiert ist in diesem Thema und hier quasi das Recht, dass die Öffentlichkeit informiert wird, vorgeht. Ihr seid sicher, dass ihr alles richtig gemacht habt? Ja, also wir natürlich verpixeln, haben diesen LKW unkenntlich gemacht. Und der Vorwurf ist auch, dass dieser LKW als LKW dieses Klägers zu erkennen gewesen wäre, auch anhand von der Farbe. Aber wenn man jetzt auch noch die Farbe von LKWs ändern müsste, dann wäre ja die Berichterstattung generell auch für andere Medien beschnitten, wenn es so ein Urteil geben würde. Rechnet ihr heute noch mit einem Urteil? Das kann man noch nicht sagen. Wir haben einige Beweisanträge, die wir auch einbringen werden. Und es hängt auch davon ab, ob die Richterin diese Beweisanträge zulässt und ob noch weitere Zeugen geladen werden. Also ja, es bleibt spannend auf jeden Fall.